Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Project, außer mit Warmwind Stiller. Hallo! Ich denke mal, wir sollten weitermachen mit dem Reaktor. Und zwar Reaktor Frame brauchen wir jetzt. Davon brauchen wir mal so ein starkes Deck. Diese Steel Casings brauchen wir dafür auch. Die habe ich jetzt mal automatisiert. Oh. Da kannst du direkt mal 200 herstellen. Und zwar habe ich die nicht mit Energetic Alloy hergestellt, sondern es gibt noch ein anderes Rezept, nämlich Steel Ingots. Nehme mit der Osmium und ein bisschen Glas drumherum und gibt auch ein Steel Casing. Und daher kann ich das jetzt mal ruhig craften. Moment, Reaktor Frame. Guck mal, wie viel kriegen wir da schon mal her? 48 Stück. Das gereicht uns zumindest schon mal für den ersten Anfang. Und dann schauen wir mal, wo wir das ganze Zeugs hinstellen. Mal ein bisschen besser vors Mikrofon setzen. Und jo, schnell da rein. Wo sind wir? Hier sind wir. Wie gesagt, wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. Ich würde einfach mal sagen, boah, wir brauchen ja auch den Input nachher von drei Seiten. Ich würde am liebsten diesen Chance Cube wegmachen. Ich habe bloß Angst, dass da irgendwas Dummes passiert. Fällt irgendwas runter oder so? Nee, da würde ich sagen, bauen wir den Reaktor hier hin. Und zwar brauchen wir jetzt allererstes mal eine Grundfläche von 3x3. Und dann in jede Richtung einmal so etwas. So, dann nehmen wir den Frame. Und hier. Also die erste Schicht tun wir mal unter die Erde. Zack. So, dann habt ihr hier 3x3 mit solchen Auswüchsen an der Seite. Dann kommt als nächstes auch wieder 3x3. Und zwar so. Und dann kommt als nächstes, hier werden wir nachher den Reaktor anfeuern. Sprich, wir werden jetzt so. Einmal im Kreis fahren. Wie gesagt, hier kommt nachher so ein komisches Glas rein. Dann kommt wieder das gleiche wie unten, nämlich 3x3. Ja. Na, war, hat uns der ganze Kram auch schon verlassen. Also hier kommt nachher dieses, wo wir mit den Laser reinschießen. Ich würde sagen, wir machen aber hier. Ein Glas rein, dass wir auch sehen, was drin passiert. Dann können wir nämlich hier mal kurz so ein bisschen weiter bauen. Also das Glas würde ich nur hier hin machen. Ich weiß gar nicht, doch es müsste eigentlich sogar 3x3 funktionieren. Ansonsten machen wir einfach mal hier so einen Seeschlitz rein. Genau, pass auf, wir gehen erstmal schnell zurück. Wir müssten ja in der Zwischenzeit wieder ein bisschen was rauskriegen. Wir brauchen ja noch die Ports für Input und Output. Und wir brauchen auch noch den Controller. Ohne den bringt das alles nichts. Und dann schauen wir, ob ich das Ding noch richtig zusammengebaut bekomme. Schauen wir schnell hier rein. Können auch einfach nach Steel Casing suchen. So. Zack, 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 zack. Ich baue jetzt mal nicht so viele. Pass auf, Reaktor Glas ist, wo haben wir es denn? Also Reaktor Port brauchen wir ja auch. Da fehlt uns dieses Ding hier. Dafür fehlt uns dieses hier. Hier 12 Stück. Wir haben hier 12 Stück. Davon brauchen wir 4 Stück. Das passt dann. So, davon 4 Stück. Dann brauchen wir den Reaktor Controller. Dafür brauchen wir wieder so einen Gastank.
Dann haben wir den Controller und dann brauchen wir noch ein bisschen Reaktor. Also diesen Laserfokus brauchen wir noch. Der will dafür wahrscheinlich halt Reaktorfokus. Wo ist er denn jetzt wieder? Da ist das Glas. Und wo ist der Fokus? Reaktor. Na? Wer es findet, darf es behalten. Reaktor Glas. Okay, davon brauchen wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen was. Was fehlt denn jetzt in der Mitte? Reaktor Glas. Das ist doch eigentlich nur ganz normales Glas, oder? Haben wir kein Glas mehr? Glas? Tatsächlich. Das sollte aber nicht allzu lang dauern. So. Davon brauchen wir ja auch nicht allzu viel. So würde ich es mal lassen. Ich glaube, das war dann so. Und dann war das ein Redstone-Block in der Mitte. Genau, dann haben wir diese Matrix. Da brauchen wir aber bloß einmal. Und dann brauchen wir doch noch ein bisschen Reaktorglas. Das war Glas in die Mitte. Und in das drumherum. So, nehmen wir zweimal mit. So. Das reicht auf jeden Fall. Dann gucken wir noch, was haben wir noch an Reaktor-Frames hier drin. 4 Stück. Dann haben wir noch insgesamt 14 Stück. Das haben wir, das haben wir. Wir haben den Controller und wir haben die Ports. Dann nehmen wir trotzdem noch Reaktor-Frames nochmal. Zumindest ein bisschen mit. 4, 8, 12. So, das soll aber auf jeden Fall reichen. Und dann schauen wir, ob wir den Reaktor hingebaut bekommen. Wäre natürlich nicht ganz verkehrt. Und da würde ich mich gern die Laser vorbereiten, weil dann können die sich nämlich bis zur nächsten Aufnahmesession aufladen. Jetzt lasst uns mal kurz gucken. Ich würde hier gern... Obala? Ja. So, einmal das hier. Hier muss in der Fokus rein. Dann kommt das wieder oben drauf. Dann kann man nämlich hier reingucken. Doch, das passt. Pass auf, dann machen wir es hier auch. Hier und hier. Dann machen wir hier auch das Reaktorglas rein. So. Dann kann man hier auch reingucken. Und hier machen wir hier einmal, hier einmal, hier einmal. Da kommen dann die Ports rein. So, so und so. Und hier kommt nachher der Port, wo wir den Strom rauskriegen. Den machen wir hier hin. Dann haben wir alle Ports belegt. Dann hier abschließen. Und theoretisch müssten wir dann eigentlich auch schon fast fertig sein. Hier wieder die Dinger dran. Quasi das gleiche Konstrukt wie unten. Machen wir hier einen Kreis. Und oben rein in die Mitte muss der Controller. Man müsste natürlich auch auswählen. Oder war das der Controller? Ja. Und warum kriege ich jetzt keinen... Ja. Reaktor Frame. Er ist doch eigentlich fertig. Habe ich mich irgendwo verbaut? Verdammt. Warum kriege ich keinen Fertigstellungsdingens? Okay, jetzt kriege ich einen. Will der hier unten einfach nur keinen Port haben oder habe ich da unten eins zu viel weggeschlagen? Okay, jetzt spricht er mit uns. Okay, das heißt, wir können jetzt auch schnell noch das Glas verbauen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wir probieren es einfach mal. Zack, zack, zack. Weil sehen, ob der läuft, würde ich ja schon ganz gerne. Ah ja, okay, jetzt passt. Okay, wir haben noch 3 Stück. Wir könnten theoretisch das hier da reinmachen. Zack und zack. Den Port hier unten.
Und hier oben noch drei Gläser. Wunderbar. Perfekt. Er hat geleuchtet. Wir sehen hier nachher, ob er fertig, ob er läuft. Jetzt sehen wir hier Heat. Aktuell noch gar nichts. Fuel. Hier, er hat noch kein Deuterium und kein Tritium. Und kein DT-Fuel. Das brauchen wir auf jeden Fall einmal zum Starten. Wir könnten jetzt natürlich Pressure Tube hier mit dem ersten Item anfangen. Nämlich hier mit diesem Deuterium. Heißt es Deuterium? Tritium? Moment. Ja. Das Ding heißt Fuel Tritium, nicht Deuterium. Deuterium und Tritium. Aber was wir als erstes brauchen ist, wir brauchen noch hier das schwere Wasser. Das heißt, wir gehen nochmal schnell zurück, bauen uns ja, so 4 Pumpen auf jeden Fall und noch ein paar Speed-Upgrades etc. Beziehungsweise, wir können auch mal gucken, wegen dem Laser, dass wir den, ich weiß nicht, ob wir den schon mal vorbereitet bekommen oder zumindest mal so 2-3 Stück, dass ich es euch zeige und dann würde ich die restlichen offline bauen. Lass mal schnell gucken. Laser. Wir brauchen hier diese hier. Die brauchen Reinforced Steel Casing und Energy Tablets. Komm. Energy Tablets. Crafting hier, zack. 40, gib ihm Feuer. So. Laser. Upp. Auch wieder alle einzeln, okay. Ich baue mal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So. Dann Laser Amplifier. Dafür brauchen wir diesen Energy Cube. Für 12 Laser brauchen wir davon 3 Stück. Sprich, so, 1, 2 und 3. Dann brauchen wir noch ein bisschen Cable. Ne, nehmen wir mal Universal Cable. So, bauen davon einfach mal ein bisschen. Zack. Die schmeißen wir schon alle rein. Schwupp, 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 schwupp. Und dann bauen wir diese hier. Schmeißen das wieder rein. Und dann bauen wir noch ein paar Windturbinen. Windgenerator, glaube ich, heißt, oder? Ja, genau. Brauchen wieder Energy Tablets. Energy. Na, wir haben noch 12 Stück. Das kommen wir. Machen nochmal welche. Komm. Zack. Zack. Wind. Also ich mache das jetzt gerade ein bisschen schnell, weil ich möchte das euch eigentlich schon noch gern zeigen. Schmeißen wir das schnell rein. Kabel brauchen wir gleich. Die brauchen wir nicht mehr. Die brauchen wir nicht mehr. Und dann würde ich sagen, bereiten wir mal schnell die Laser vor. Ich werde dann wahrscheinlich noch ein paar weiter craften. Aber ich denke jetzt mal zum Zeigen sollte es auf jeden Fall mal reichen. Ah halt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Hebel. Ein Hebel. Stone? Ach halt, ich muss hier umstellen. Zack, ein Stick noch. Nehmen den auch mal mit. Die brauchen wir gerade nicht. Und dann gehen wir schnell wieder rüber. Mal schnell was essen. Und ab dafür. So. Dann bauen wir mal schnell die initiale Zündung auf. Dazu gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen weg. Jetzt habe ich keine Bauerde dabei, ist egal. Jetzt bauen wir erstmal schnell hier das hier auf, dass wir auch gleich... Nu? Ein fataler Fehler, okay.
Probieren wir es nochmal. So, ich würde jetzt trotzdem kurz einen Cut machen. Einfach nur für den Fall, dass sich jetzt meine Stimme, also dass jetzt mein Ton asynchron ist. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Cut und dann sind wir gleich wieder da. Und da sind wir auch schon wieder. Wie gesagt, in der Regel dürfte nichts passieren, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich denke mal, das kam jetzt, weil wir eine Windturbine auf so eine Blume gesetzt haben. Das hat er wohl jetzt nicht so gemacht. Pass auf, wir brauchen auf jeden Fall in der Mitte ein bisschen eine Vertiefung. Dann kriegen wir da unsere Bauerde. Und von hier gehen wir jetzt mal 1, 2 weg. Nehmen die Laser Amplifier und setzen die da dran. Da muss nur anders drum. Kann man das Ding umdrehen? Ja, so. Und ich hätte gern den hier noch. Aber natürlich alle in diese Richtung. Na, okay, wir müssen mit dem Hintersten anfangen. In diese Richtung bitte. Also mit der geschlossenen Seite zu uns, glaube ich, war das immer. Dann, er braucht ein Whetstone-Signal. Das heißt, wir setzen jetzt einfach mal oben drauf in den Hebel. Wo haben wir ihn? Hier. Off. Und dann brauchen wir hier Stromkabel. Dann gehen wir einmal drum herum. Wie gesagt, ich werde noch ein bisschen mehr bauen, deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen größeren Abstand. So, das gleiche machen wir hier auch. Und theoretisch können wir jetzt hier die Laser dran setzen. So, den da vorne machen wir wieder weg. Und dann zack und zack. Und wenn wir jetzt das alles hier verbinden, natürlich mit Stromkabel. Dann hört ihr hier die Laser laufen. Und der hier lädt sich auf. Wenn wir den hier oben aktivieren, wupp, gibt er nachher einen Laserstrahl ab. So, der muss sich jetzt aber erstmal aufladen. So, das gleiche machen wir jetzt noch von unten. Na, hätten wir vielleicht vorher machen müssen. Im Nachhinein ist es immer ein bisschen ein Kack, genau deswegen. Ja, Laser. Böse. Laser. Aua. okay. Ihr hört immer din, 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 din. Das ist einfach, weil die Laser nicht schnell genug sind. Ja, das habe ich befürchtet. Kriegt man den noch irgendwie... nein. Bloß den nicht drehen. Also Laser... hinstellen ist immer ein riesen Kack. Also ihr solltet es am besten einfach von Anfang an machen. Der soll wieder schön nach oben zeigen. Das heißt, hier brauchen wir gleich noch einen Laser Amplifier. Deswegen nehmen wir den jetzt mal schnell weg. Jetzt lassen wir es einfach mal so. Wie gesagt, ich werde dann gleich hier noch ein bisschen unten noch ein paar von diesen Dingern hier bauen. Und dann kann der sich hier schön mit Windenergie aufladen. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall ungefähr bis zur Hälfte. Das ist dann 1 GigaRF. Ihr seht hier, maximal 2 GigaRF kann er rein. 1 GigaRF brauchen wir ungefähr zum Starten. Also ich habe es schon mit weniger probiert, dann ist aber der Kern instabil und bricht gleich wieder in sich zusammen. Daher 1 GigaRF
Und ihr seht, das dauert lange, sehr lange. Vor allem, wenn man hier mit Windenergie arbeitet. Das ist echt meh. So, dass das hier auch schön arbeitet, machen wir hier mal schnell hier ein Chunkloader rein. Und das kann ja ganz gemütlich vor sich hin werkeln. Und dann müssen wir quasi jetzt noch einen Elektrolyt-Separator bauen, einen Chemical Infuser, um in die nächsten zwei Flüssigkeiten zu kriegen, um den Reaktor zu füllen. Aber ich würde sagen, für diese Folge soll es das gewesen sein. Wir haben einen Reaktor gebaut, wir haben ein bisschen Laser gebaut. Ich überlege gerade, ob es überhaupt Sinn macht, mehr zu bauen, weil die Windräder jetzt schon nicht hinterherkommen. Und der hatte jetzt, ich habe immer eine zweiwöchige Aufnahmesession, das heißt, er hatte zwei Wochen Zeit, um hier hochzukommen. Von daher würde ich sagen, lassen wir den erstmal so ein bisschen auffüllen. Ich beobachte es so ein bisschen nebenbei. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, ansonsten ein Däumchen nach unten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal, tschüss, ciao, ciao und bye, bye. Tschüss.